Jetzt sehen wir es. Da ist es. Das Tor. Zurück, Bürger! Ihr solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Nein, ich will helfen! Was ist denn hier überhaupt passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Das ist passiert. Ach so. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Oh, Scheiße. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Oh, oh. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Ja, und was wenn... Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Tja, dann... Ich will Ihr wollt helfen? Ja. Das ist ein Witz, oder? Nein. Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Mir egal. Seid ihr sicher? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Ich Der Feind schon, hat ich die weiß, Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Mhm. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich würde helfen. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Jo. Ja. Viel Glück. Ihr Danke. Seid wirklich sehr mutig. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch der Held. Die Heldin. Ha! Er geht zur Seite, Mann! Doof, Mann. Geh zurück! Ich kann von Glück reden, am Leben zu halt. Sein. Ja. Dann gehen wir mal rein, oder müssen wir da lang? Moment mal. Hä? Fehlt noch was? Was soll denn noch fehlen? Hallo? Hier, schaut mal hier oben. War das hier oben? Nein, hier war das nicht. Wo war das? Da. Hier ist es. Hä? Ach so. Ja. Scheiß drauf. Wir gehen da jetzt rein. Ja, wir schaffen das. Keine Sorge. 16 Stück. Ein Schwert. Eisernes Klima. Naja. Au! Na, das war aber mal. Epp. Okay, leck, leck, leck. Das klingt nicht total. Da bist du ja. Hey, komm zurück! Wo bist du? Wo ist der? Nee, jetzt mal ehrlich, wo ist der? Oh! Oh! Oh, guck mal! Den Neuen sei Dank. Ich dachte, ich würde nie wieder ein freundliches Gesicht sehen. Die anderen wurden weggebracht. Oh. Sie wurden zum Turm gebracht. Was gibt denn hier vor? Marcius hat uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Oha. Ich konnte entkommen. Aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Ach. Ich verschwinde von hier.
Ja, er braucht, also... ich brauche keine Hilfe. Kann der Hauptmann die Absperrung noch halten? Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung, ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. Okay. Ja, dann gehen wir mal. Tschüss. Die ganze Brücke zerstreut. Ach du heiliger Bimba. Naja, wir müssen erstmal hier lang. Ich gehe hier lang. Lalalala. Ich muss wieder unten lang, aber ist mir eigentlich gerade egal. Oder? War doch hier der Weg, ne? Wow. Hallo. Beeinträchtigt das kann. Na? Was zum? Wow. Wow. Eine brennende Leiche. Die ich nicht ausnehmen kann. Wahrscheinlich ist sowieso alles schon geschmolzen. Das ganze Gold. Oh. Das ganze schöne Gold. Oh, da hinten ist ein. Tot. So. Wieder nix. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich würde gern da rein. Ich muss jetzt mal den Weg wiederfinden, wo wir jetzt lang müssen. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Na, das finde ich doch nett. Also, das ist alles. Das brauche ich nicht. Das ist ziemlich schräg hier, aber naja. Ist ja egal. Ah! Jetzt stirb doch! Wieder nix. Ah, da oben ist eine. Ah, ja, genau. Der hat mich immer so abgenervt. Ach, meine Güte. Naja, aber den hauen wir gleich mal vom Felsen. Au! Ah! Das ist jetzt natürlich nicht so... Was zum... Würde er gern hoch? Naja, egal. Mal hier lang. Ah, der Turm. Wow, Feuerwand. Weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, aber einfach mal rumgehen. Oh nein. Diese komischen Fallen. Oh nee, die hasse ich so. Oh, er ist dort. So. Ah, der Eingang. Sehr schön. Ja. Oh. Das war aber mal ein Kundschaftler. Gehen wir mal rein. Wow. Oh, da. Elendes Vieh. Auf geht's. Ah.
ist ja keiner, ne? Mist. Geht doch. Und wieder nix. Ah, da ist ja einer. Na, du, hast du? Das war's. Toll. Naja, oh. Ein paar Tränke wären jetzt nicht schlecht. Ja. Ist noch irgendwas? Ja. Passt schon. Weiter geht's. Oh, ich habe doch nicht mal Zeit, das fröhliche Ladelied zu singen. Hallo. Ach nee, erstmal um ihn kümmern. Stirb! Oh, stirb! Geht doch. Und das Viech ist jetzt auch weg. Sehr gut. Nehmen wir das mit. Also geht das hier lang oder? Ah, nee, hier geht's. Und hier entlang. Oh, und mich juckt's am Arm. Ja. So, und was erwartet uns hier? Eine Falle vielleicht? Oh, noch einer. Alter. Ah, sieh das an. Oh, Mann, ich bin gleich tot. Was? Moment mal. Alter, was ist das für ein Vieh? Okay, sehr appetitlich. War ich stehen geblieben? Ah, ich muss da hoch. Und hier würde ich nicht so gerne lang. Was? Na. Na, dann gehen wir mal hier lang. Nein, auch nicht. Hä? Ich brauche einen Schlüssel. Wer hat den? Du vielleicht? Nö. Hast du etwa den Schlüssel? Auch nicht. Dann gehen wir wieder runter und suchen den Schlüsselmann. Schlüsselmann. Na, ich habe irgendwie ein wenig Hunger. Soll ich gleich was zu essen gehen? Ich frage mich gerade, was soll ich wirklich zu essen machen? Na, guck mal. Ach, guck mal. Der sitzt hier so. Und er hat keinen Schlüssel. Ja, was nun?